MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Achtung! Dieses Video enthält Flüche, Beleidigungen, Unfug und Emotionen. Wer ein perfekt gespieltes Spiel erwartet, wird wahrscheinlich enttäuscht werden und sollte jetzt abschalten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Videobeschreibung oder fragen Sie den YouTuber über die Kommentarfunktion. So Leute, hallo und herzlich willkommen hier bei der MLB 17 The Show Franchise, bei unserem Boston Red Sox Franchise. Und ihr seht, Fenway Park, Season Opener gegen die Pittsburgh Pirates. Die sind nicht so schlecht. Und ja, wir werden da direkt hier Leistung abrufen müssen. Ein bisschen bewölkt, aber alles im grünen Bereich. Ja, Randinformationen, Spiel beim Hitting und bei Pitching müsste es dynamischer Schwierigkeitsgrad sein. Hier Last Year's Ranked. Second Third bei Saves. Mehr konnte ich leider nicht sehen. Also Dynamic Difficulty, das wird sich alles im Laufe der Serie halbwegs anpassen. Kann sein, dass es jetzt vielleicht ein bisschen zu einfach oder zu schwer sein wird. Das werden wir ja schon dann sehen. Und ja, Hanley Ramirez kommt hier. Ein bisschen Shake Hands. Das lassen wir natürlich hier gerne mal laufen, denn das gehört hier alles mit zum Spiel. Die Nationalhymne. Oder was auch immer. Die Fans sehen nicht so aus, als würden sie gerade stolz Richtung Flagge gucken. Hat doch irgendwie schon. So, das Green Monster auf der linken Seite zu sehen. Also diese riesengroße grüne Wand hier im sehr traditionsreichen Fenway Park in Boston, Massachusetts. Ja. Und wir haben natürlich in der ersten Folge, ihr habt es gesehen, oder auch nicht, haben wir dann schon ein bisschen getradet. Und zwar haben wir uns einen der Top 50 Prospects in der Liga geangelt für die Third Base und aller Wahrscheinlichkeit nach, ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig eingestellt, sollte er dann jetzt auch tatsächlich auf der dritten Base spielen. Ja, Chris Sale als Pitcher, als Starting Pitcher, richtig, richtig gut, 7 Jahre schon in der Liga und ja, absoluter Garant hier für ein gutes Pitchen. Ich bin gespannt, normalerweise müsste ich Pitching-Meter aktiviert haben, kann sein, dass wir nochmal in Option müssen, das umstellen müssen. Hier die Pirates, Rotation, Designated Hitter, natürlich, wir spielen in Boston, da spielt man mit einem Designated Hitter, Jordy Mercer. Das heißt, der Pitcher muss nicht schlagen, sondern man kann einen weiteren Spieler, der nicht in der Verteidigung aktiv sein muss, nominieren. So, Chris Sale, letztes Jahr, 32 Starts, 17-11 Bilanz, das ist ganz okay. Sogar sehr brauchbar, 45 Walks. Under 3.5. Leider sind die Statistiken nicht ganz so lang da, wie ich es gerne hätte. Warm pitchen, denn er wird natürlich jetzt anfangen. Alright, Red Sox Defense, und da sehen wir Xander Bogaerts, Real Ruiz, ja, haben wir es richtig hinbekommen, also auf der Third Base. Mookie Betts 2016, ein Golden Glove Winner, ja, schade auch da. Die Einblendung meiner Ansicht nach ein bisschen zu kurz, aber durchaus stimmig. Ich versuche ja immer noch, euch auch zu zeigen, um mir auch selber zu zeigen. Ich kenne ja diese Franchise-Geschichte so gut wie gar nicht. Was hat sich verändert? Was ist besser? Was ist cooler? So, wir spielen Quick Count. Ihr seht es, das steht schon 1-1. Und ja, Pitching Meter ist aktiv. Das ist schon mal gut. Tiefer Fastball, ein Two-Seamer, rechts unten, aber er schwingt nicht. 2-1, 2 Balls, 1 Strike. Für alle, die sagen, nee, ich bin jetzt im Baseball nicht ganz so gut unterwegs, wirst du denn auch nochmal das eine oder andere erklären? Ja, wenn ich jetzt es hinbekomme, jemanden anstrengend einen Pitch rauszuhauen, dann definitiv. So. Ja, ich alles sehr weit inside und es gibt den Ball und damit auch den Walk. Also, nach 4 Balls gibt es den Walk. Also, ohne Gegenwehr müssen wir den Kollegen Marty auf die First Base lassen. War so nicht geplant, Freunde. War so nicht geplant. Also, erstes Spiel machen wir über Quick Count. Ja, Double Play Möglichkeit und da ist das Double Play. Also, der Shortstop, der den Ball fängt,
kann auch die 2 spielen. Da reicht es, wenn ihr den Fuß dann auf der Base habt, weil der Läufer von der 1 kann nirgendwo anders mehr hin. Er muss auf die 2. Und ja, dann der Wurf. Ja, der war auf dem Boden, deshalb kein Flyout. Und dann der Wurf auf die erste Base, also auf diese erste Platte auf dem Boden. Komplettiert das Double Play. Und sorgt dafür, dass wir gemütlich weiter pitchen können. Ne? Max ungern, direkt schon jemanden als Leadoff auf die Base zu lassen, also ohne einen Aus jemanden auf der Base zu haben, muss nicht sein. Aber pitchen läuft besser, Change-Up, drunter hergeschwungen oder drüber hergeschwungen. Und das war das Out. Lass dich nicht irritieren durch den Quick-Count. Simuliert die KI quasi schon ja, ein Count, so heißt es halt. Wie viele Balls und wie viele Strikes es schon gibt. Und so wird es jetzt auch gleich bei uns sein. Das heißt, wir werden am Schlag kommen und auch schon einen Count haben. Ich weiß nicht, wonach es sich richtet, ob es auch ein bisschen nach dem Starling Marty 2016er Golden Glove Winner, ob es auch Cervelli, auch ein guter Catcher übrigens, also ich mag ihn jedenfalls, ob es auch ein bisschen an den Skills der Spieler liegt, wie die sich der Quick Count dann errechnet, kann ich gar nicht sagen. Aber wir sehen unten unsere Werbeeinblendung, das nur so als Randnotiz. Was war irgendwie pro Hit bekommen wir so und so viel, hast du nicht gesehen, ne? So. Ah, Dustin Pedroia, sein, ja, wie heißt es? Oh, den haben wir. Der war sehr dankbar. Sein hier, Practice Swing ist es nicht, ja doch irgendwie schon, ne? Halt ein Signature-Move, ne? Müsst ihr euch vorstellen, jeder kommt da an Schlag und hat da so sein eigenes Ritual. Ja, sehr spät habe ich mich zwar erst entschieden, aber es war auch kein Fastball. Und dann dachte ich mir, ja komm, dann könntest du auch mal draufkloppen. So, Sander Bogert, 2016 unter 300er Schnitt. Aber er ist ein junger Spieler, ein sehr talentierter Spieler. Einer unserer Stützen. Hier in Wien. 3 Balls, 1 Strike, seht ihr, wird hier der Count gezeigt. Das heißt, er darf ruhig verschlagen, schlägt aber ein bisschen Pech. Schlägt er direkt den Third Baseman in den Handschuh. Und ist jetzt ein bisschen verärgert. Mookie Betts. Ja, letzte Saison wirklich großartig gespielt. Ein Garant für Base-Hits eigentlich. Und jetzt 1 and 2, der Count. Das ist ein bisschen hässlich. Also, Heim Balls bei Strikes. Jetzt müssen wir aufpassen. Here it comes. Got him swinging in the dirt. Ich schwinge durch. Ich habe sogar einen Contact-Swing gemacht, weil ich mir nicht sicher war. Aber ich habe gesehen, die ging richtig tief in den Dreck sogar. Dementsprechend schwach von mir. Ja, da schwingt man nicht nach. Man sieht jetzt ein Curveball, 81 Meilen schnell, relativ zügig für einen Curve. So, haben wir noch ein Out. Jetzt habe ich den Count nicht gesehen. Jetzt haben wir schon 2 Outs, Entschuldigung. Klar, einen in den Handschuh gepfeffert von Xander Bogaerts. Und dann jetzt hier den Strikeout. 2-1. 2 Balls, 1 Strikes. Also keine Notwendigkeit hier zu schlagen. So ist es. Ihr seht, der wird blau angezeigt. Das heißt, die Umpires, die Schiedsrichter geben den als weiteren Ball. Jetzt stehen wir 3-1. Und haben immer noch den Läufer auf Base. Oh, das tut weh. Hauen wir dem Pitcher das Ding. Mookie Betts ist langsam. Das ist das Problem. Hauen wir ihn direkt an den Fuß. Hoffentlich hat er sich dann nicht verletzt. Was führt gerne mal zu Verletzungen. McCutchen als nächstes am Schlag. Ein richtig gefährlicher Schlagmann eigentlich. Hatte vor ein paar Jahren richtig gute Saisons. Der Außenfelder. Ach, jetzt habe ich schon gesagt, ja, ich muss mir angewöhnen, auf das, auf den Count zu gucken. Wir haben jetzt außer den Outstrike. Ein Strikeout? Also man sollte schon, ja, Full Count jetzt. Man sollte auf den Count gucken, weil das ist nicht unwichtig, um zu taktieren. Ja, der geht outside und der schwingt. Habe ich eigentlich richtig vermasselt den Pitch? Weil ich den in der Links gezogen bekommen habe. Normalerweise soll sich der Slider von sehr weit in die Strike-Zone drehen. So war es aber jetzt so, dass sich der Slider
von innen nach außen gedreht hat. Gut, das sieht jetzt für den Pitcher oder für den Batter, Entschuldigung, sieht das natürlich auch hässlich aus. Denn, was soll die Pitchers gerade alle? Ja, du siehst den Ball, wie er auf deine Strikes und zugeflogen kommt und dreht sich dann aber weg und kommt nicht selten vor, dass nach so Slidern durchaus die Leute angeln gehen. Ne? Unser Glück. 1, 2, 3, inning over, wir sind jump. 2 balls, 1 strike, count. Wir kommen. Noch kein Guest Pitch hinbekommen. Ah, Curve. Hätte ich beinahe dran geschlagen. Aber wenn du dir nicht sicher bist, lass die Kacke durch. Ja, der ist dankbar, aber wir haben kein Glück. Wieder. Ja, mehr oder weniger ohne Mühe auf den Second Baseman diesmal. Der kann den Ball einfach aufheben und zu seinem Mitspieler an der 1 zu werfen. Mitch Moreland. Wer war denn gerade am Schlag? Naja. Mitch Moreland. Ich hab den Count jetzt gar nicht auf der Kette. Na, den lassen wir doch. Pitches. Ich krieg immer noch nicht so ganz hin, wie der Count jetzt gerade ist. 3-1? Ist das richtig? Ja, da oben sehe ich es jetzt. 2-1, Entschuldigung. Jo. Aber ja, Moreland ist halt jetzt hier nicht der Ultra-Killer. Das Base-Running muss ich auch, ja, das wird auch heikel. Ich mag das Base-Running-System nicht, wenn du mehrere Spieler steuerst. Aber kriegen wir ihn. Rio Ruiz, da ist der junge Mann, den er hier mit viel Hoffnung als Third Baseman geholt wurde. Und er haut mal einen raus. Ja, hier ins Right Center Field, nicht weit genug, aber hey. Ja, zwei Outs. Na, der Greenlight, muss er nicht auf Base, alles gut. Auch wenn das natürlich schon irgendwie Ziel ist bei den Red Sox. Ne? Du hast halt nicht die Mega-Power hinter, jetzt wo David Ortiz auch nicht mehr da ist. Hält sich das in Grenzen, aber hier schön gemütlicher Small Ball, also versuchen auf Base zu kommen. Und wer den Film Moneyball gesehen hat, weiß, durchaus ein Bestreben einiger Teams. Hey, der haut keine Bälle raus, aber er kommt auf Base. Francisco Cervelli. Ja, der Runner da auf der Base ist nicht der schnellste. Der wird mir also nicht weglaufen. Flyout vom First Baseman. Das ist das erste Out des Innings. Na, der ist ja tatsächlich mit 35 Speed unterwegs auf die First Base, auf die Second Base, Entschuldigung. Mutig. Foulball. 2-2, der Count, sehe ich gerade. Das heißt, wir knallen mal einen Inside rein. Ja, Glück gehabt, dass er noch die Strikezone ankratzt und das Strike gegeben wird. Sehr wichtig. Gutes Pitching jetzt. Pitch Break 0 Inches. Also, na gut, dann 4-Seamer. Gerade und feste. 1-1 Count. Guter Pitch, gibt einen Ball. Ich denke nicht zu Unrecht, aber so Dinger sind natürlich für den Batter sehr schwierig. Oh, den schwingt er. Den aber natürlich in 5 Jahren nicht schwingen. Tut mir dann ganz schön gefallen. 2-2, der Count, 2 Outs. Und jetzt machen wir weg. Ja, jetzt wissen wir, er schwingt hier gerne mal nach Outside hinein. Hinsetzen! Das ist, manchmal offenbaren einige Batter auch sehr schnell ihre Schwächen. Ja, worauf er jetzt gerade aus ist. Was für ein Pitch sucht er? Und er wollte jetzt definitiv voll beim Fastball zu früh durchgeschwungen. Was ist denn mit ihm los?
2016er Golden Glove Winner. So, Dustin Pedroia. As we move on to the bottom of inning number 3. Fastball called strike, 1-2. Frozen with a high fastball there. We'll see if they try to climb the ladder even more on the next pitch. Das ist hier Benny, Danny, Danny, Dingsbums. So, eigentlich mal ein Guest-Pitch geklappt. Ich dachte, wir sind mit der Betting-Order jetzt schon lange wieder durch. Haben wir 2-2, ne? Ah, das war ein Curveball, den erwischen wir. Aber ihr seht es, Benny Tendi mit dem Flyout, Centerfield Flyout. Schade. Small difference where the ball hit the bat could have made all the difference. Da dreht sich der leider nach links. Ihr seht auch warum, wenn ihr gleich mal hinten auf die Fahne achtet. Blake Swihart, damit endet die Battle-Rotation. Da hinten seht ihr die 2-1-Count, übrigens die Fahne. Wir haben Wind, der kommt von rechts. Ja, muss ich gleich nicht nehmen. Vielleicht ist er ja sogar. Ball. 2-2. Jo, das ist ein Base-Hit von Blake Swihart. Sehr schön. Bei einem Out, oder? Oder haben wir schon zwei Outs? Wir haben gewartet, Curveball. Und dann macht es Swish. Swish. 3-0. Also, drei Balls, kein Strike. Into the box ja, now. Dustin Pedroia. Teufel tun wollte ich gerade sagen, um ihn zu schlagen, aber bei hohen Fastballs kann ich nicht widerstehen und Dustin Pedroia ist ja durchaus einer. Three balls and a strike. Here's the pitch. Base now a kommen kann. The alley in left center. And Pedroia is going to have himself extra bases. Aber jetzt wird's risky. 51 Speed, das war richtig dumm von mir. Ja, das Base Running tut mir auch ein bisschen weh. Pedroia hätte eigentlich jetzt auch auf die 2 laufen müssen. Ja, war blöd. 53 Speed darfst du nicht so einen Risky Teil machen. Hätte die Corners besetzt. Vielleicht sogar die 2 und 3. Xander Bogaerts, 1-1. Also kein Grund hier direkt. Looks at a slider over the outer half for strike two. Leider. Slider sitzt leider. Oh, this ball is raus. To deep center field. Ja. Xander Bogaerts mit einem geilen Home Run. Ein Two-Run Homer von unserem Shortstop. Two-run shot to straightaway center. Sehr geil. First home run of the campaign for him. And that gives the Red Sox a 2-0 lead. Die Fans feiern. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Two-run Homer. First of the season. Ja, 424 Fuß. Weit geschlagen. Bam, lange gewartet. Und irgendwann war ja klar, dass wir uns den Breaking Ball schmecken. Hoher Ball, hoher Pitch, aber ja, die mögen wir halt, ne? Ja, rausgeschlagen. Ja. So, Full Count. In now, Mookie Betts. Kommt voll Rotze. Mookie Betts ebenfalls mit einem Base Hit. Ja, Mookie ist mit 84 Speed einer, den der. Ich habe gesagt, Mookie ist unser. Oder war das Kendall Ramirez? Wo habe ich gesagt, der ist aber, der ist ja eh langsam. Nicht Betts, oder? Stepping in now. Hanley Ramirez. Oh, schwing voll durch. All right, 3-2 count with two outs. The runner on first will be moving, so we'll see what happens. There are a lot of possible outcomes with this kind of play. Line drive to left, and that's in there, base hit. Oh, zu viel. Dann schicke ich Betts noch auf die 3, nachdem ich den Stil angeordnet hatte. Oh, guck mal hier. Schönes Interface. Und wir sehen hier nochmal den Home Run. Ja, wo ist er denn der Ball? Ach, da. Aus dem Ballpark geschlagen. Xander Bogaerts, also in unserer Franchise der Erste, der hier einen rausnimmt. So. Vierte Inning. Wie sieht die Zeit aus? 18 Minuten. Das ist schon ordentlich lange, ne? Also. Something has to give. Here's the payoff dachte pitch. Hier, oh, hit by pitch. Ich dachte durch,
Ready for another chance? Jung Ho Gong. Durch die Quick Counts komme ich da ein bisschen schneller durch die Runde, aber. Swing and a miss there on a late breaking slider as he set down on strikes for the second time this afternoon. Unter Umständen eine Mischung her aus Quick Counts und. He's 0 for 1 thus far. Calling for it. Bogarts. Quick Count und Simulation vielleicht. Dann gibt es Speed auf der 1. Gregory stepping in and ready for another shot. Gregory Polanco. He looked to bounce back after striking out his last time up. Here comes the 1-2 from Sale. Ja. Ganz ehrlich, das ist ein Strikeout-Opfer. Pass mal auf. Two strike fastball on the corner of the plate. He's able to foul it off. Nice job. And this one gets away. Ja, verkackt. In the dirt. And he'll make it into scoring position here with two away. Wild as that'll pitch. Be scored a wild weiß, pitch. Ja, jetzt ein Slider genau in die Ecke senden. He's set and the 2-2 pitch. Ja, and he struck him out. Riecht doch, dass der hier vom Strikeout gut ist. Pirates leave one. So, 2-0, 6 Hits. Die Steelers wollte ich sagen, die Pirates mit einem Hit. One and Jackie one count. Jackie Bradley Jr. He got on top of one. It was a ground out victim last time. Ja. Der geht auch nicht in die Handschuhe, der geht nicht über den First Baseman. Lead off Base Hit. Und Cole ist irgendwann mal einer, mit dem man noch mal vielleicht reden muss, oder? Ja. Oh, wieder ein Breaking Ball. Wird selten im Fastball raus, habe ich das Gefühl. Können wir uns das schon mal angucken. Ja, in der Tat. Auf den Curve. Bisschen slidern. Maybe getting a little jumpy in the box, so he steps out and asks. Drei Balls, kein Strike. So, das heißt, wir tun Teufel, außer wir gessen den Pitch. Takes a fastball on the inside. Natürlich lassen wir ihn da jetzt dann pitchen, ne? Two runs, seven hits, and no errors for the Red Sox. Kollege Moreland ist jetzt vielleicht auch nicht so gerade der Hitter, den wir gerne da sehen wollen. Ja, komm. After it is Marte. Ah, auf der Warning Track weggecatcht. Schade. Aber durch den Rücken. Rio Ruiz, 0 for 1, Flyout im zweiten. Into the box. Rio Ruiz, der junge Spieler, den wir dann 0 for 2. So far. Zwei Strikes schon. Two quick strikes and now the 0-2. Hit down the line Contact at first. Swing, wir bleiben am Bat. Ja. Another 0-2 coming. Swing and a soft liner. Double play. The second for one. On to first. Oh, it's safe. Time as he it's just safe off the bag ahead of the throw. No. Trotzdem. 0-2 ist schwer. Kann ich nicht arbeiten. 1-1. Da können wir schon eher ein bisschen was mit machen. Hit it hard, but lined out in his first at bat. Den lassen wir durch. Das ist nix. Das ist 0. Jetzt fällt unten Curveball. Mal gucken, ob er da mehr gegangen. Jo, haben wir. Wir sehen, ob er das Pitch findet, weil es wichtig ist für ihn. Das ist pulled into right. And that'll get ach, ist er rausgehüpft? Habe ich gar nicht gesehen. Ich war jetzt damit beschäftigt, meinem Läufer die Anweisung zu geben, er soll auch bitte weiterlaufen, nachdem er auf der 2 stehen geblieben ist. Das ist kacke. Aber ihr seht ja, er tickt auf und geht dann ins Publikum. Das ist kein Home Run, sondern ein aufbauendes Double Play. Heißt im Klartext, wir haben jetzt immer noch auf der 2 und auf der 3. Into the box, Blake Swinger. Und den bringen wir. This will be folded out there at second base, and that'll be that. Kleine Penner. Boston strands a couple, but ja, they're on top. Bringen keine Hause. Steht aber weiterhin 2-0. Jetzt nochmal, also ne, für die, die jetzt sagen, oh, Schwierigkeitsgrad ist so viel zu einfach. Ja, wahrscheinlich. Aber zum Reinkommen und der Schwierigkeitsgrad, der passt sich auch an. Und ich will einfach gewöhnen, dass ich auf den Count achten sollte, ich Idiot. So, 1-1, jetzt 2-1, 2 Balls, 1 Strike. Und die 2-Strike, kein wirklich gefährlicher Typ auf der Base. Ein Double Play wäre jetzt nice. Und working himself into a lot of trouble. Slider krass an der Strike Zone und er gibt den Ball. Cervelli, der Catcher an Deck. No runs, just one hit. Also der nächste, der gleich kommen wird. High in the air. Sale, just to the left of the mound.
And that's the first down of the selber. Inning. Das wird umständlich. Wollte jetzt aber nicht testen, ob ich da noch switchen kann. Here's the catcher, Francisco Cervelli. Comes into this at bat 0-1 in the ballgame. Oh, and look out as this runs in and gets him. The second man he's plunked in this one. Here's Jordy Mercer now. He's 0-1 thus far. Hit hard on the ground to second. Pedroia has it. One there. Da ist das Double Play, was wir gerade wollten. Zack, zack. Und das Inning ist vorbei. Naja, Freunde. So. Matt Rosie und Harold Reynolds und Dan Plassett. Das sind also die Kommentatoren von heute. Wir bleiben bei T-Fastball. Crossbow, Entschuldigung. Way outside. One and two. One and two. Ich kenne ihn jetzt irgendwie wieder hoffentlich hier rein. Mit Pedroia. Oh, that tells me he's throwing strikes. Ja. A swing and a drive sent out toward the gap. Marte going back. Ja, er haut ihn tatsächlich raus. Das sind Pedroia. Übers Green Monster. Run. One run home run. A solo home run off the bat of Dustin Pedroia. First home run of the campaign for single him. Single home run. As the Red Sox have moved out 3-0. Das ist ein bisschen ärgerlich, da links mit. First of the season. Ja, solo home run. Ja, geht auch so. Well, you can get some cheap home runs in Fenway down the right field line. Hätte ich nicht gedacht, dass er den rauskommt. Aber hier, Guest Pitch, ne? Curveball unten. Wir haben ihn gewartet, wir haben ihn bekommen. Bei One and Two Count, glaube ich. Ne? Also, ist das natürlich... Jetzt 3 and 1, da könnte ich schon verstehen, wenn er hier Kacke baut, aber. Looking at strike 2, a fastball that catches the inside corner. Full count. Wir erwarten wieder einen Curve unten, kommt aber nicht. Now a swing and a fly ball. McCutcheon is after it. He gets there and makes the play for the first out. Mookie Betts, 1 for 2, single in dritten. One run in and one gone so far this inning. That the difficult sollte irgendwann steigen. Ja, ich weiß nicht, wie ich schlagen soll. Line towards center field. Ja, weit unten, möglicherweise wäre es ein Ball geworden, aber ja, den müssen wir dann vielleicht auch mal nehmen. Ne? Base hit, Mookie Betts mit 84 wieder auf Base. Immer schön, immer schön. Also, wird angenehmer, glaube ich, wirklich, wenn der Schwierigkeitsgrad beim Batten auf jeden Fall ein höher ist. Im Laufe der nächsten Spiele wird es auf jeden Fall interessanter werden, bin ich mir sicher. Ja, jetzt wird es in Wade LeBlanc kommt. Im letzten Jahr 8 gestartete Spiele und ein 4-0 Bilanz. 2 Saves. 51 Strikeouts. Ich bin gespannt. Hanley Ramirez ist der Batter, jetzt muss man Fastball switchen. 1-1 count, der Batter, dem gegen oh, der springt hoch. Right ja, bleibt auf 2. Muss mal kein Risiko hier eingehen. Ah. Bad throw right auf die dritte sogar. Ja, scheiße, die Zeit wird nicht weiterlaufen lassen, weil der springt natürlich dann im ungünstigsten Moment für den Shortstop. Springt der Ball hoch. So, also Schwierigkeitsgrad ist ein höher. Into the box now. Jackie Bradley Jr. Looks like a cut fastball there and he got him to swing through it for the second out. Ah, der muss ich nehmen. Das ist natürlich jetzt hässlich, den Lefty gegen sich zu haben. Zwei Outs, 2-1. Bouncer down the line. But it gets foul. 2-2. Man muss sich jetzt natürlich wirklich tatsächlich dran gewöhnen, dass das hier jetzt ja, ein Linkshänder-Pitcher ist. Easy out auf der 1. Die Situation geklärt. Schade. So, Full Count. Ein Slider. Slider ist schwierig zu pitchen, denn da kriegen wir halbwegs hin. Foul. Ball. Das heißt, wir bleiben weiter. Am Pitchen. Other than it's been fantastic. We'll see if that continues as we approach the later inning. Throw of the ice. Erster Out. Richtig. Retired here to begin the sixth. Richtig, wichtig. Wie viele Innings sind wir eigentlich? Josh Harrison stands in. He's been hit by a pitch and walked in the game thus far. Wir sind im sechsten Inning, okay. Into the windup. Here comes the 0-2 pitch.
Um ihn zu locken, will er nicht. 29 Balls, 43 Strikes, 72 Pitches. Insgesamt schon im Arm. Mal einen an der Strike Zone kratzen lassen und er nimmt das Ding. Oh, er kommt auf die 1. Ja. Pitch in the dirt, der Catcher kriegt den Ball also nicht. Und dementsprechend ist der Ball spielbar, aber gilt jetzt tatsächlich als Strikeout. Und wenn du den dann auf 1 wegmachst, dann gilt das echt als Strikeout. Nimmt er natürlich gerne mit dir, der Kollege. In now, Jung Ho Gun. Fastball, and looks like they're pinching him a bit here. It's 3-1. This is one of those rare hitters counts we've seen in this game. They're just having a difficult time getting it going. Negativ. Und er schlägt. Danke. Das ist natürlich dumm von ihm. Und wenn sich das jetzt ganz übel rächt, fliegt er deshalb sogar noch raus. Hält sich hier mit dem Contact Swing noch am Leben. Aber der kommt gut. Ja. Bisschen tief, aber im Prinzip gut getroffen. So. Digging in to try it again. Rio Ruiz. 3-2, also voll down. Hold high in the air out to right field. He's around first, heading for two. Automatisches Double wieder. Der Ball kommt auch raus. Schön gemacht. Lefty versus Lefty. Oder haben die schon wieder den Pitcher geswitcht? Na, tickt da übers Bullpen. Zwei Strikes. Tief. Wir lassen ihn nicht laufen. Ball springt nach vorne. Kriege ich sowieso ehrlich gesagt nicht hin. Ich überlege, ob es irgendwie Base Running automatisch geht oder so, weil das nervt schon ein bisschen. Tiefer Change-Up. Auch den ignorieren wir gekonnt. Ja, den ignorieren wir nicht. Am Glück, dass wir da Kontakt herstellen konnten. Tü. Swing and a miss at one in the dirt. Cervelli recovers and he makes the throw to first. Benintendi is retired and there's one away. Gar kein Interesse hier, so hektisch das Baseball jetzt. And that'll bring in the speedy catcher Blake Swihart. He singled and two trips to the plate thus far. Here's the 1-1 pitch. There's a swing and a high drive into left center field. Marte racing back. Gegen das Green Monster und bringt den Run nach Hause. Hat er vielleicht noch zu zwei laufen können. Aber ein Punkt ist gut. Da muss ich mir erstmal an alles gewöhnen. Mir war wichtig, dass ich den Läufer in der Kurve bekomme. Mit Pedroia. 1-1 Count. Haben wir hier einen Beast. Change-up tief. Tried to stay back on the change up there, but this is chopped foul at home plate. Ein Aus erst. 1-2. And this is lifted high in the air down the right field line. After it is McCutchen. Nein, den fängt er nicht weg. No chance to run it down. It's a foul ball. Gar nicht so schwer, den Ball aus dem Aus da weg zu catchen. Here's another 1-2. A swinging bunt to the mound. Nach vorne. And he won't even think about ist das Aus an der 1 für Pedroia. Bringt aber Xander Bogaerts, den Kollegen auf die 2. Also Xander Bogaerts, der hat heute schon gehomert. Oh, hier bin ich auf gut dran. Schade, wieder mit einem Power-Hit versucht. Tü. Ready on two balls and two strikes, here it comes. Ja. This is hit well out toward deep left field. Not quite out of here as it's off the Green Monster und bringt einen Läufer nach Hause. Bogaerts ist auf 1. Ich muss wirklich das Base Running vielleicht auf automatisch stellen. Das ist nervig. Ich glaube auch da hätte Bogaerts locker auf die 2 laufen können. Da fehlte nicht viel. Also wenn er den jetzt, zur Erklärung, wenn er den fängt, nachdem er von der Wand zurücktickt, dann ist das natürlich kein Out. Ne, der bleibt spielbar, aber es ist kein Out. Und den haut er weg.
Gut. Jetzt wird es dann doch eine recht deutliche Geschichte hier. Ist aber auch nicht gut gepitcht, bin ich ganz ehrlich. Bin gespannt. Schwierigkeitsgrad wird sich, wie gerade schon erwähnt, definitiv noch erhöhen. Was haben wir für Uhr? Wir müssen jetzt auch fertig werden. Ich glaube, den Rest simulieren wir tatsächlich, weil das möchte ich jetzt auch mal sehen. Wie macht man das jetzt? Fast forward? Ah, okay. Inning 7. Finde ich nicht so schlecht. Ja, continue wollen wir nicht. Time to move ahead to the top of any. Was ist denn Quick Man? Ja, jetzt, das ging ein bisschen zu schnell. Was er jetzt macht. Also ich kann jetzt sagen, was er machen soll, ne? Pinch hit, bunt, swing. Ja, swing, ne? Ist ja Leadoff. Strikeout, okay. Morland, swing, strikeout. Und ein Single. So. Ein Tandy. Ah, cool hier. Aha. Ja, Swing. Noch ein Single. Und er bringt Ruiz auf die 3. Blake Swihart. Wie viele Outs haben wir denn? Wo sehe ich denn hier die Outs? Auch schön, hier mal zu sehen. Kann man mal machen. Da, 2 Outs. Suicide Squeeze. Strikeout. Das war's. Schade. Your attention, please. Was hat er jetzt gemacht? Pitching for the Red Sox. Number 47. Top out, sehr schön. Roundout, Single, Flyout. Bogarts auf der 1. Pedroia auf der 1, Entschuldigung. Double Play, das ist schade. Mookie Betts, Flyout. Aha. Wir sind schon im 9. Tyler Thornburg ist jetzt als Pitcher drin, der soll jetzt hier das Ding. Warum denn? Achso, weil 7-0 steht. Oh, ein Walk. Zwei Bases jetzt belegt. Oh! Und ein Double. Drei Runs drin. Das läuft ja Bombe hier. Nächste Double. Soll ich mich jetzt verarschen oder so? Und noch einer nach Hause gekommen. So, Craig Kimball. Ja, jetzt kommt der etatmäßige Closer rein. Ja. Nachdem es mal knapp wird. 7-4, also am Ende knapper als eigentlich der Spielverlauf hergegeben hat, aber so ist Baseball, ne? Da kann wirklich auch im letzten Inning noch sau viel passieren. Vor allem, wenn du da anfängst, irgendwelche, sehr schön. Standardmäßiger, Red Sox Jubel. As he finishes 7 innings, allowing only one hit. Also, so that'll just about do it for us this afternoon. Hat gute Arbeit geleistet. Pitching, ja, also wie gesagt, wenn du den Closer bringst, ist wahrscheinlich auch, frisst du keine 4 Runs mehr. Aber das Simulationsding ist nicht schlecht. Man kann jedes Mal im Spiel eingreifen. Ich glaube, wir müssen halt wirklich so eine Mischung aus Quick Count und das Simulationsding machen. Ich bin gespannt, wie ihr das findet und hoffe, dass ihr das mal in der, wie heißt es? In den Kommentaren kundtut. Ihr könnt natürlich auch schreiben, ob ihr noch Player of the Game, Chris Sale, sehr schön. Was hat er denn gemacht? 7 Innings gepitcht, ein Hit nur zugelassen, 3 Walks, 11 Strikeouts. Und Kimbrel bekommt, weil es knapp war, 3 Punkte Unterschied, Kimbrel bekommt da tatsächlich seinen ersten Save der Season. Sehr schön. Ja, perfekt würde ich sagen. Pedroia 4 für 5. Home Run, RBI, Run. Bogart 2 für 5. Mookie Betts 3 für 5. Und Rio Ruiz 2 für 4. Ah, an dem werden wir Spaß haben. Ich freue mich. So, Exit Postgame. Ja, also wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was soll ich anders machen? Habt ihr noch irgendwelche Ideen? Haltet ihr eine Mischung aus diesem Simulationsmodus plus Quick Count, ist das sinnvoll, weil da kriegen wir dann auch definitiv ein paar mehr Spiele hin, vielleicht auch eine komplette Dreier- oder Vierer-Serie, würde ja durchaus dann auch Sinn machen gegen starke Vereine. Ihr wisst, Baseball besteht aus sehr, sehr vielen Spielen in einer Saison. Die werden wir natürlich nicht alle spielen, das würde den Rahmen ja komplett sprengen. Wir wollen ja auch sehen, wie sich unsere jungen Spieler entwickeln, ne? Deshalb wird das hier definitiv auch hin und wieder mal ein Fast-Forward geben, wo wir dann irgendwie in einem Monat nur eine Serie spielen. Und ich denke, so eine Mischung aus Simulation und Quick-Count und Eingreifen
ist das schon recht sinnig. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, ansonsten bin ich äußerst gespannt darauf, was ihr in die Kommentare schreibt. Wie hat es euch gefallen? Habt ihr Bock auf mehr oder sagt ihr, nee, es hört mich jetzt ja gar nicht an. Wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad wird sich automatisch noch so anpassen, dass es dann auch wirklich für uns herausfordernd wird, durch den Simulationsmodus wahrscheinlich noch zusätzlich. Haut einfach mal alles raus, was euch gefallen oder nicht gefallen hat. Was man ändern kann, was man nicht ändern sollte, wie wir das Team verändern sollten und so weiter und so fort. Leute, danke fürs Zusehen. Ich würde sagen, wir hören und sehen uns das nächste Mal dann bei einer, ja, muss ja nicht Baseball sein, bei irgendeiner Folge, die ich euch präsentiere. Bleibt am Ball, macht's gut und tschüss. Ja, Leute, das war's mal wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über ein Like freuen oder auch über einen Kommentar. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch einfach diesen Kanal, indem ihr hier auf Abonnieren klickt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Gordy LP.